Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Nancy Holten. Schön, dass du da Hey. bist, liebe Nancy. Und Nancy hat gerade gesagt, ihr ist es egal, wie ich sie vorstelle. Genau das gleiche antworte ich auch immer, wenn ich gefragt werde, wie ich mich vorstellen soll oder wie ich vorgestellt werden soll. Aber was ich von dir weiß, ist, dass du bekannt wurdest als Kuhglockengegnerin und Veganerin und Tierschützerin. Und dass du aber auch gleichzeitig sehr spirituell bist und deinem Flow folgst, Autorin bist, spirituelle Kartendecks auch kreiert hast unter anderem und einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal hast und wahrscheinlich noch viel mehr. Herzlich willkommen, liebe Nancy. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Einladung, lieber Matthias. Und ich kenne dich ja auch schon seit vielen Jahren, da ich ja auch in der veganen Szene schon länger unterwegs war, bin und habe dein Buch zur veganen Essenskunst auch schon vor vielen Jahren genutzt. Und dafür möchte ich mich auch bei dir bedanken für deine Pionierarbeit, was du da gemacht hast und dass ich das ganz, ganz toll finde von dir. Ach, danke schön, das freut mich. Dankeschön. Sehr schön. Ja, wie geht's dir denn heute und in dieser besonderen Zeit? Ich frage mich tatsächlich mehrmals am Tag, wie es mir geht oder wie ich es gerade empfinde. Und das ist sehr, sehr vielfältig, weil jede Minute etwas anderes da ist. Und ich empfinde auch, dass mein Leben so ist, dass ich jede Minute wie immer wieder neu geboren werde. Einerseits neu geboren, neu definiert werde und auch das, was ist, jeden Tag neu wahrnehmen oder jede Minute. Und jetzt, gerade wenn du mich jetzt fragst, bin ich im Flow und habe riesig Freude, mit dir dieses Interview zu machen, oder ich sage lieber Austausch. Die Sonne scheint da hinter mir parallel und ich fühle mich gut. Auch wenn es eine intensive Zeit ist, weil ich parallel nämlich dazu meinen geliebten Kater Crystal, meinen Perserkater, begleite, wie er langsam am Wechseln ist, von dieser in die anderen Ebenen. Und das bringt mich auch während des Tages ein bisschen hin und her von den Energien her. Ach so, das heißt, da spürst du teilweise auch Trauer? Ja, absolut. Also es kommt immer darauf an, aus welcher Ebene ich agiere. Wenn ich etwas empfinde, dann schaue ich das an. In welchem Bewusstsein befinde ich mich gerade? Und wenn ich Traurigkeit empfinde und ich kann massive Traurigkeit empfinden und wirklich weinen wie ein Schlosshund, dann weiß ich, dann bin ich in der nicht wertenden, aber in der eher begrenzten, tieferen, schwingenden Ebene. Und wenn ich es aber dann wieder schaffe, diesen Change, diesen Wechsel zu machen und in das höhere Bewusstsein zu kommen, dann sehe ich es wieder klarer. Dann mache ich einen Perspektivenwechsel und sehe, was ist und sehe, dass er sich freut, dass er wieder frei atmen kann später und die Verbundenheit wieder mit allem. Ja, und so wechseln wir hin und her. Also das passiert mir genauso wie alle anderen Menschen auch. Genau, und das ist ja auch Teil des menschlichen Lebens. Deswegen haben wir ja auch all diese Geschenke bekommen, ne? Gefühle und Emotionen bewusst wahrzunehmen und zu durchleben. Absolut. Also Ja. es wird mir jeden Tag bewusster, lieber Matthias, dass ich genau hier bin, um diese Erfahrung zu machen in dieser Zeit. Das Extreme, dass die Trauer oder sogar Wut oder Ungeduld oder sich gestresst fühlen oder was ist es, wie fühlen sich Schmerzen an? Vor einem Jahr hatte ich einen Wirbelsäulenbruch und die Ärzte wollten mich operieren und mich zementieren. Was wollten sie? Die wollten Zement in meine Wirbelsäule spritzen und versteifen. Und was tut das mit uns, wenn wir solche Erlebnisse haben? Und es darf uns wirklich klar sein, diese Erfahrungen können wir nur hier machen. Und immer, immer wieder für mich auch wichtig zu erkennen, in meinem Bewusstsein, meiner Essenz passiert rein gar nichts. Ist nie was passiert, wird nie was passieren. Sondern ich bin hier, bin ein Buch am Malen und die Kreation formt sich vor meinen Augen. Aber das hat nichts mit der Hand, die es malt, zu tun. Mit Kam was? mir jetzt gerade. Das hat nichts mit der Hand, die es malt, zu tun. Ach Also so, egal, ja. was ich sozusagen visualisiere in diesem Buch, das kommt mir jetzt gerade.
ob ich da ein Drama schreibe oder einen wunderschönen Himmel kreiere hier auf der Erde. Die Hand bleibt neutral, die macht es einfach. Die erfährt es dann. Ja, das ist Aber so in die, Wirklichkeit passiert nicht. ja, das stimmt. Das ist so die höhere Perspektive aus Sicht der geistigen Welt. Ich habe das auch immer wieder so als Information bekommen, dass aus Sicht der geistigen Welt all diese Erfahrungen, die wir machen, also die geistige Welt bewertet diese Erfahrungen nicht in gut oder schlecht oder angenehm oder unangenehm, sondern es sind einfach alles wertvolle Erfahrungen, die Teil dieses menschlichen Lebens sind. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, einfach das, all diese Geschenke intensiv zu erleben und gleichzeitig uns nicht damit identifizieren oder es auch nicht bewerten, dann sind wir, können wir intensiv reingehen und sind trotzdem frei. Absolut, absolut. Es ist genau das, was ich auch so wahrnehme. Also ich bin immer dankbar dafür, sogar wenn ich mal Stress empfinde oder irgendwas, denke ich, hey cool, was ist das denn? Wie fühlt sich das an in meinem Körper? Was macht es? Was setzt es für Gedanken in diesem Gehirn, in diesem menschlichen Körper frei und so weiter? Und so werde ich immer mehr Beobachter meines eigenen Seins. Das ist spannend. Und du hast vorher auch etwas gesagt, die geistige Welt oder die höheren Ebenen bewerten nicht. Und seit vielen Jahren sind sie mir ein Vorbild. Das heißt, wenn ich in einer Situation bin und ich weiß gerade nicht, wie ich reagieren soll, oder ich bin sogar leicht bewertend oder verurteile oder beurteile etwas oder jemanden, dann frage ich mich in dieser Situation, wie würde die höhere Welt hier agieren? Und dann spüre ich diese Liebe, dieses Licht, das herabscheinen und einfach beobachten, neutral, neugierig. Neugierig fühle ich als Emotion, aber nicht bewertend. Und auch dieses liebevolle Begleiten, indem sie plötzlich ein Lichtstrahl zu jemandem, der gerade in Trauer ist, schickt oder ein Schmetterling vorbeifliegen lassen oder eine Feder manifestieren vor dieser Person, weil eine Feder, auch bei meiner Mutter war das immer so, die sieht immer überall weiße Federn. Und der Himmel weiß, in Anführungszeichen, wer immer der Himmel ist, der Himmel weiß genau, auf welche Zeichen du ansprichst. Und genau diese Zeichen erhältst du immer wieder. Und das versuche ich dann wie auch nachzuahmen. So, wenn ich in einer Situation bin und ich habe einen Menschen vor mir, der, ich merke, er ist gerade in der Trauer oder in einem Drama oder es geht nicht gut, diesen Menschen genau das zu geben, was in diesem Augenblick wieder wie ein Lichtstrahl ist für diese Person. Und das erfüllt mich dann selber. Egal, ob er realisiert, ob es dann von mir kommt oder nicht, das spielt ja dann gar keine Rolle. Ja, und das Interessante ist, dass die Botschaft, auch wenn es so, so aussieht, als ob die Botschaft vielleicht nicht auf der persönlichen Ebene ankommt, aber bei der Seele kommt sie auf jeden Fall an. Ich hatte gestern auch, wir hatten gestern eine Immobilienbesichtigung und das war irgendwie so total schön. Also meine Tochter, die ist da sofort in dieses Haus rein und hat Katzen entdeckt und wollte da nicht mehr weg, hat mit diesen Katzen gespielt, ne? Und dann, und die Frau, die war so relativ verzweifelt, weil sie musste nach 9 Jahren ausziehen und hatte noch nichts Neues. Und dann habe ich sie so ihr so ein paar Impulse gegeben, habe ihr so erzählt, dass ich mal in einer ähnlichen Situation war und wie sich das dann für mich in der letzten Minute oder am letzten Tag aufgelöst hat und habe ihr einfach so, ja, so ein bisschen sie daran erinnert, dass letztendlich sich alles auf göttliche Weise regelt, wenn wir loslassen und wenn wir einfach vertrauen. Und ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, dass es angekommen ist. Und wahrscheinlich war eher unsere Aufgabe, sie zu beschenken, als, weil es war nicht unser Objekt, ne, als jetzt wirklich da eine Immobilienbesichtigung zu machen. Und sie hat sich total an Ayana erfreut. Also es war auch so eine schöne Begegnung. So schön. Du hast sie wahrgenommen. Also ernst genommen könnten andere Leute sagen, aber ich sage, es ist das schöne Wort, du hast sie wahrgenommen. Und das hat sie gemerkt, begleitet ein paar Minuten lang. Und das, was du jetzt erlebst oder erlebt hast,
ist nichts anderes als der Himmel. Ich sage immer der Himmel. Der Himmel benutzt die Menschen, die dafür offen sind, momentan als Engel für andere zu agieren. Also das ist mir auch schon passiert. Da habe ich eine Katze angeschaut und da ging es gar nicht um die Katze und schlussendlich ging es um das Gespräch oder das, was ich dann an der Person dann weitergeben durfte. Und das ist ja schön so. Das heißt, wenn wir mit unserem Verstand schauen, dann haben wir das Gefühl, ja, wir brauchen jetzt eine Wohnung oder eine Katze oder was irgendwas und folgen dem. Aber der Plan ist so viel größer. Wir sind hier wirklich nicht immer, aber sehr viel da, einfach um uns gegenseitig zu unterstützen und liebevoll zu begleiten. Nicht mal unterstützen. Unterstützen würde ja heißen, der andere kann sich selber nicht helfen. Das möchte ich nicht so sagen, weil jeder ist groß. Sondern einfach dieses gegenseitige, einfach kurz beisammen sein. Einen Dialog führen, eine Begegnung, einen Augenschlag und dann wieder gehen. Ohne den anderen auch von einem abhängig zu machen. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich auch immer wieder viele loslasse. Auch Menschen, die dann mit mir oder bei mir sein möchten. Und ich sage ihnen, nein, ich bin nicht deine Lösung, sondern das bist du selbst. Und wenn ich merke, dass da eine gewisse Abhängigkeit kommt oder sie brauchen etwas von mir, dann lasse ich sie tatsächlich bewusst los. Aber genauso geschieht mir das aber auch, dass wenn ich von etwas oder von jemandem so merke, ah, ich brauche dich, ist mir gerade jetzt auch wieder passiert, dann werde ich losgelassen und ich sage, in diesem Augenblick Traurigkeit, tiefes Bewusstsein und danach sage ich, danke, du bringst mich in meine eigene Kraft. Danke, dass du das wahrnimmst. Ja, manchmal ist es ja so, dass wir das eigene Licht im anderen sehen, aber nicht in uns. Ne? Und dann das haben wollen, was wir eigentlich selber haben im Außen. Und das ist dann gut, wenn wir wieder daran erinnert werden, dass wir mit uns selbst ja in uns schon vollkommen sind und dass jetzt schon einfach alles da ist, was wir brauchen. Das ist die Zeit jetzt auch genau. Das ist auch, ich habe jetzt mir auch eine Auszeit genommen. Eine Auszeit ist auch, ich habe so Schwierigkeiten mit Wörtern. zurückgezogen, losgelassen, bin momentan nicht wirklich sehr aktiv, weil ich einfach spüre, jetzt wo draußen so Turbulenzen sind, was macht man, wenn es draußen stürmt? Man geht ins Haus, man lässt die Rollladen runter und macht es sich gemütlich bei sich. Dieses Bild kommt mir jetzt auch gerade frisch rein. Finde ich nur ein schöner Vergleich. Ich mag Vergleiche. Und desto stürmischer es draußen ist, desto mehr ziehe ich mich in mich zurück, damit ich in mir bleibe, verankert, in Ruhe, dass es ein ruhiges Gewässer wieder wird. Still, dass ich keine Wellen schlage. Und vor ein paar Jahren war ich eine Aktivistin und sehr, sehr aktiv im Draußen. Und das war in Ordnung zu dieser Zeit. Ich habe mich auch in einer anderen Ebene befunden. Und jetzt agiere ich aus der Stille immer mehr heraus. Kannst du damit auch etwas anfangen? Ja, es ist bei mir wirklich ganz ähnlich. Also ich glaube, das ist so ein bisschen. Komme ja auch aus dieser aktivistischen Ecke, ne? Also auch wirklich sehr, sehr stark. Und das hatte auch noch, also bei mir hat es noch auch sehr viel mit Schmerz zu tun, also mit Weltschmerz. Und ich wollte auch, natürlich wollte ich was für die Erde tun und was für die Welt tun, aber gleichzeitig wollte ich auch etwas gegen meinen eigenen Weltschmerz in mir tun. Und das hat sich irgendwie, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr hat sich das aufgelöst, dieser Weltschmerz. Und seitdem habe ich dieses Wollen nicht mehr. Also dieses Wollen, dass ich unbedingt die Erde retten und heilen muss. Also obwohl ich das natürlich immer noch will. Aber jetzt ist es eher so, dass ich einfach Brauchen das, nicht. ne, also genau wie du, also dass ich genau das tue, was jetzt gerade in diesem Moment durch mich durchfließen will. Und dann lasse ich es wieder los und dann warte ich, bis der nächste Impuls kommt. Aber es gibt nicht mehr so dieses persönliche Wollen. Weißt du, so.
Was, glaube ich, auch viele Aktivisten oder dieser eigene Schmerz vielleicht, ne, der nach außen projiziert wird. Also so habe ich das bei mir jetzt so. Damals hätte ich das, wenn das jemand mir gesagt hätte, hätte ich natürlich dagegen argumentiert. Aber so jetzt aus der, ne, aus der Entfernung kann ich das so bei mir selber so wahrnehmen gerade. Das ist doch wunderschön, dass du deine eigene Entwicklung siehst, das, wo du heute bist. Hast du das auch, dass du manchmal das Gefühl hast, dass du wie Rückschritte machst? Also ich hab die letzte Zeit, habe ich so viele Schmerzen wieder hochkommen dürfen. Beendete Partnerschaft, mein Kater hier. Und ich habe alle meine YouTube-Filme gelöscht, 550 Stück. Wirklich? Alles. Das Oh. hat aber gut getan. Das hat aber gut getan. Ah. Und das waren über 2,5 Millionen Aufrufe. Aber Ja. habe jetzt aber wieder ein neues Video gemacht vor 2 Tagen und es hat sich einfach gut angefühlt. Ich habe die Videos in Dankbarkeit angeschaut und habe gemerkt, warum soll ich es anschauen? Ich bin es nicht mehr. Und weil da kam da auch kurz wieder so, oh, da war ich so voller Energie und diese Ausstrahlung und da kam so eine Traurigkeit, so quasi, was bin ich jetzt noch, oder? Ich bin so ruhig geworden, so still. Und dann habe ich ein Gespräch gehabt und da hat mir jemand gesagt, du kannst nie zurückgehen, weil es das nicht mehr gibt, da sind wir rausgewachsen. Da kam mir auch so der Gedanke, ich bin auch wie ein Baum in einem Topf und der Topf ist jetzt geplatzt und ich kann nicht nochmal in einen kleineren Topf gehen, sondern ich bin jetzt in die Erde getragen worden und mache jetzt gerade meine Wurzeln in die Erde hinein. Und auch wenn es stiller wird, weil ich schon so groß bin, weil man den Wachstum nicht mehr so sieht, so wachse ich immer weiter. Und das Ja. sind sehr, sehr intensive Zeiten. Und ich denke, also ich habe das Gefühl, dass es ganz, ganz vielen Menschen momentan geht, wo quasi Rückschritt, wenn sie draußen auf der Erde schauen, dieser Krieg hier, dort, was ist los, was passiert. Aber ich nehme es, wenn ich wieder aus der höheren Perspektive das Ganze anschaue, sehe ich es als Wachstum, als Evolution, als Reinigung. Das Wetter genauso, auch weil es so turbulent ist. Das reinigt sie. Und dann bin ich auch wieder gnädig auf mich transferieren, dass ich sage, nein, auch ich wachse. Es ist in Ordnung gerade. Auch wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wo ich hingehe oder was noch alles kommt. Ja, ich glaube, also ich kann das auch so nachvollziehen, ne? Dass manchmal, also ich nehme das so wahr, dass manchmal noch so bestimmte Dinge hochkommen oder Themen oder Muster, aber dass die, das ist wirklich sehr, bei mir zumindest sehr kurz ist, wie nochmal so ein, es zeigt sich nochmal was und dann, da ich ja einfach nicht mehr mich damit identifizieren kann oder es auch nicht bewerten kann, geht es halt auch wieder. Aber das ist wieso, ich glaube, wieso vielleicht, dass die Vergangenheit sich nochmal so ein bisschen zeigt und wir können noch mal so wahrnehmen, ja, das waren wir mal, da waren wir mal und dann geht es wieder. Und aber das hängt, Ein glaube ich, auch alter Film. mit dieser Transformation zusammen, in der wir uns gerade befinden, dass einfach sich alles noch mal zeigt und offenbart und diese ganzen, alles, was verborgen war, wird jetzt sichtbar. Also innerlich, aber auch äußerlich. Absolut. Und wir können nicht mehr davon rennen. Weil vieles, wo ich früher aktiv war, mein Aktivismus, wie du das vorher auch bei dir beschrieben hast, dieser Schmerz in uns, außen verändern wollen, war einfach, wir haben es nicht angeschaut in uns. Und das ist auf wunderbare Art und Weise, kommt jetzt alles in die Heilung. Das ist das, was ich jetzt auch merke. Es ist nicht ganz einfach immer. Aber ich fühle, es geht wirklich weiter in die Heilung innen dran. Und parallel, also was da bei mir abgeht, jetzt auch schon seit Tagen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, eine erwachte Kundalini schon seit über 10 Jahren. Sagt dir das was? Kundalini-Energie, aber nicht Kundalini-Yoga, sondern die ist bei mir so mal aufgegangen und ich habe seitdem über Jahre jede Nacht Kundalini-Anfälle gehabt. Bin auch mal im Spital gelandet, weil ich dachte, ich sterbe jetzt wieder mal. Und durch das sehr viel ekstatische Erfahrungen gemacht oder Paranormale. Und die haben die letzten Tage wieder massiv zugenommen. Und es geht also einfach gesagt auf die Essenz.
das, was ich dachte, was ich bin, sprengt sich von dem Wesen, was ich wahrhaftig bin, ab. Also die Identifikation mit dem Ich löst sich immer mehr auf. Und das wahre Wesen kommt immer mehr nach vorne. Und ich entdecke das immer mehr. Und das ist so undefinierbar und so fast schon unfassbar, dass ich da auch Angst davor gehabt habe, zuerst vor dem, was ich wirklich bin, weil ich dies nicht mehr als gut oder schlecht einordnen konnte. Ich habe gespürt, es ist wie eine Art Neutralität. Und aber durch das, dass ich immer, wenn es regnet, immer noch die Würmer am Retten bin und Menschen, wenn sie weinen, weiß ich, dass ich in meinem Kern gut zu scheinen scheine. Und von dem her begebe ich mich in diesen Pfad innen dran, in dem Vertrauen, dass das, was nach vorne kommt, bewertend für meinen Kopf jetzt gut ist. Ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Nee, das stimmt, das Ja. stimmt. Das kann man auch nur verstehen, wenn man das aber mal erlebt hat. Also was ich halt öfters wahrgenommen habe, ist, dass wenn ich dieses wahre Sein oder diese Essenz in mir komplett zulasse, dass dann viele Anknüpfungspunkte zu vielen Menschen einfach verschwinden. Also oder Gesprächsthemen und so weiter, Ah ne? ja. Also eben Worte. Wir reden jetzt und Worte sind für mich je länger, je mehr anstrengend. Also ich merke auch jetzt, dass mir der Kopf fast ein bisschen brennt. weil am liebsten geht es in die nonverbale Kommunikation. Also über die Augen, über die Essenz. Nicht mal über die Augen, sondern über die Essenz. Das heißt, ich hatte letztens noch einen Live-Auftritt im Schwarzwald und da hatte ich jemanden, der hat sich dann an meinen Tisch gesetzt und ich habe einfach, war einfach da. Aber du, das ist geflossen. Das ist hin und her, der Austausch ging auf der feinstofflichen Ebene. Und ich denke, also vom Gefühl her kommen wir da wirklich in Bereiche rein, was wirklich Telepathie bedeutet oder Austausch auf Seelenebene. Und das findet eben nicht mehr über die so schwer findenden Worte, die doch nicht das beschreiben, was man fühlt, geht, sondern es geht direkt, ohne Umweg. Und der andere fühlt es dann einfach oder nimmt es dann einfach wahr. Und diese Art von Austausch ist das, was mir am meisten zusagt. Das heißt, ich habe auch so diese Vorstellung, diese Vision, dass ich einfach nur noch irgendwo bin und einfach. Ich weiß nicht, kennst du Brazzo? Nee, was ist das? Brazzo, das ist ein Mann, der nur durch Ach so, Augenkontakt ja, doch, doch. geht. Brazzo heißt er. Brazzo, genau. Und ich habe ihn ja halt schon erlebt. Und da ist mir auch die Füße unter den Boden weggezogen worden und bin zusammengebrochen, weil da so viel Energie war. Auch der erste, den ich übrigens mit Heiligenschein gesehen habe. Ach, Der wirklich? erste physische Ah. Mensch, den ich habe ihn Wow. gesehen und ich sah es hier leuchten, ja. Das war für mich das erste Mal. Und er tut etwas, was für mich Jesus gleich ist, in einer anderen Variation. Und aber Ankerung ist das nichts Besonderes, weil er ist genauso wie wir ein Außerirdischer, sage ich jetzt mal. Und diese Fähigkeiten kommen jetzt natürlich immer verstärkter durch. Wie du auch gesagt hast, es kann nichts mehr verborgen werden. Darum fällt jetzt auch das Banksystem, das bricht ja jetzt alles zusammen, weil die Geheimnisse, es gibt es nicht mehr, es gibt keine Geheimnisse mehr. Oder immer weniger. Und du hast ja jetzt ein spannendes Thema aufgemacht. Findest du das beunruhigend, also dass so diese alten Systeme sich so langsam verabschieden, oder wie empfindest du Ich finde es herrlich. Ich fange gerade zu das? strahlen. Ich finde es herrlich. Als Kind sagte mir meine Mutter, du kannst die Welt nicht verändern und ein Mensch allein verändert die Welt nicht und so wie du leben möchtest, das geht nicht. Und weil ich immer gesagt hatte,
Ich möchte, dass man alle Gedanken sieht. Ich möchte, dass man alles wahrnimmt. Weil wenn die Menschen mit mir geredet haben, habe ich ja schon gespürt, das, was sie sagen, ist nicht das, was sie meinen. Oder sie lügen oder können es vielleicht nicht so rüberbringen. Aber ich habe gesehen, was sie gemeint haben. Also da kam aus dem Mund. Aber ich habe gesehen, energetisch, was sie meinten. Und das war nicht im Einklang. Und dann habe ich immer nur so verständnislos geguckt. Hä? Und das, was jetzt passiert, diese Offenheit, das ist kein Systemzusammenbruch. Doch, es ist ein Systemzusammenbruch auf einer Ebene. Aber wenn etwas aufbricht, kommt ja was Neues raus. Also es ist kein Zusammenbruch, sondern es ist ein Aufbrechen. Ein Aufbrechen von etwas, was war. Und das hatte seine Berechtigung. Ich bin dankbar dafür, dass wir alle diese Erfahrung gemacht haben, diese Begrenztheit, dass wir uns anlügen konnten, dass wir uns gegenseitig Schmerzen zufügen konnten. Denn das war eine Erfahrung, die wir nur hier machen können. Weil das ist auch ein Thema, wo ich am meisten Schwierigkeiten früher hatte mit den Tieren, weil ich so viel Tierleid sah. Ich konnte damit nicht umgehen, das hat mich fast verrissen. Bis ich gesehen habe, auch sie in ihrer Essenz werden nicht zerstört oder nicht mal tangiert, sondern auch sie machen ihre Erfahrungen. Und das heißt also, wenn dieses System jetzt ein Aufbrechen ist, dann kommt das Neue, was jetzt da am Hervorkommen ist, ist ehrlicher, ist neutraler, ist nicht gefühlsarmer, aber etwas weniger emotional, ruhiger. Nehme ich es wahr, aber umso tiefergehend, umso nährender, das, was sich am Formen ist. Das ist diese neuen Formen von Begleitung von Kindern oder das Gesundheitssystem, was demnächst zusammenbrechen wird. Und weißt du warum? Weil die Menschen in sich anfangen, sich zu heilen und wissen, welche Kräuter sie nehmen können oder was sie machen können und immer weniger in die Abhängigkeit gehen von den Ärzten. Damit braucht es dieses System dann bald auch nicht mehr. Das, was jetzt noch so floriert, das wird sich nicht mehr lange halten können. Diese Vision habe ich erst seit gestern. Und von dem her ist das, was jetzt formt, das kommt immer mehr meinem wahren Wesen näher. Und so fühle ich mich hier immer wohler. Ja, und es ist ja genau, auf der einen Seite zeigt sich das, also all dieses falsche, unwahre oder lebensfeindliche, das zeigt sich nochmal so, dass auch viele Menschen, die das vorher noch nicht wahrnehmen konnten, jetzt auch deutlich wahrnehmen können und macht dann Platz, ne? Macht dadurch dann Platz einfach für diese neuen Strukturen, die ja auch schon da sind und die ja sich immer mehr durchsetzen, was ja auch besonders in den letzten Jahren, ne, Stichwort, oder, ne, wenn man als Beispiel nimmt, in dieser Corona-Zeit hat sich ja die, also dass das Schulsystem kinderfeindlich war, war schon immer klar. Aber ne, als dann wirklich den Kindern die Masken und die Testungen aufgezwungen wurde und im kalten Klassenzimmer ohne Heizung und so weiter und so fort, ne, ich meine, dann wurde ja nochmal richtig klar, wie krank dieses System ist. Was dann zur Folge hatte, dass sehr viele Eltern nämlich ihre Kinder da rausgenommen haben und gesagt haben, jetzt ist wirklich Schluss. Also viele, die vorher das noch so mitgemacht haben, weil es ja noch nicht so schlimm war, konnten dann halt nicht mehr, ne? Und so jetzt entsteht ja auch gerade eine riesige Freilernerbewegung, unabhängig von diesem alten Schulsystem. Und das ist ja nur ein Beispiel, ne? Oder die vegane, Stichwort vegane pflanzliche Ernährung wird. Ist mittlerweile absoluter Trend. Als wir damit anfingen, hat das kaum jemand gemacht. Und so wird es jetzt immer, setzt sich dieses Wahrhaftige oder Menschliche oder den Lebensgesetzen entsprechende, das setzt sich jetzt einfach immer mehr durch. Das geht eigentlich relativ Absolut. schnell, finde ich, wie diese Entwicklung, ne? Ja, es ist der letzte, sagen wir es mal so, aus meiner Wahrnehmung sind das
die letzten grobstofflichen Schritte im Außen, weil die Wandlung ist ja schon passiert, eben wie du erzählst, bei den Eltern, die die Nase voll hatten. Das heißt, die neue Welt, die neuen Strukturen oder das, was man erstens mal meistens, was man nicht mehr, man weiß zuerst, was man nicht mehr möchte. Ja, was will man dann als nächsten Schritt? Und dann fängt sich das an zu formen. Und das ist jetzt in den Köpfen der Menschen. Das ist sich am Manifestieren. Gut, sie haben gekämpft, sie waren gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Impfungen. Das war, was man nicht mehr wollte. Und gut, das ist jetzt vorbei. Was will ich jetzt? Was ist denn das, was ich möchte? Weil man hat gemerkt, wenn man gegen etwas kämpft, was andere noch als gut befinden, verliert man. Das heißt, der Weg in die Neuschöpfung ist, neu zu schöpfen. Das heißt, das Neue formt sich in den Köpfen der Menschen dieser Zeit. Das ist, wenn ich jetzt hellseherisch in die Köpfe, sage ich jetzt mal, der Menschen, der Massen, die am Aufwachen sind, schaue, dann sehe ich da ultimativ viele Hunderte, Tausende, Millionen von Ideen, wie sie ihr Leben anfangen neu zu strukturieren, wie diese neuen Formen zuerst hier im Kopf entstehen und dann langsam in den Alltag hineinfließen, dass die, die noch arbeiten, merken, nee, ich lasse mich nicht mehr stressen, wenn der Chef mich ruft oder wegen der Arbeit, sondern während der Arbeitszeit schon immer gechillter werden. Das mag vielleicht jetzt ein einfaches Beispiel sein, aber so formt es sich in der physischen Welt, dass wir nicht mehr den Druck mitmachen, der von außen kommt, und immer mehr das tun, was uns behagt. Und ich habe ein wunderschönes Beispiel gestern erfahren. Ich war zur Massage und meine Masseurin hat gesagt, es ist auffallend, wie viele Menschen jetzt plötzlich zu mir kommen, die früher nie kamen, sogar die Männer, und plötzlich die sagen, ich möchte jetzt mir etwas Gutes tun. Ich möchte jetzt leben. Ich möchte entspannter sein. Ich möchte mich gut in meinem Körper fühlen. Und diese Entwicklung ist exorbitant jetzt gestiegen innerhalb eines Jahres. Und das heißt, dann werden sich die Formen im Außen automatisch ändern, weil das System besteht ja aus Menschen. Ja, genau. Das ist ja nicht selbstständig. Ja gut, es hat eine eigene Energiedynamik, aber lassen wir das mal jetzt mal sein. Aber um es runterzubrechen, es wird ja aus Menschen gemacht. Wenn sich die Menschen verändern, verändert sich alles. Ja. Oder das Bewusstsein. Ja, ich denke auch, es wird einfach die Energie, also ich nehme das manchmal so wahr, ne? Ich habe da auch so einige Kanäle oder Newsletter noch abonniert, wo dann manchmal so dieser Kampf gegen das System so durchkommt und wo ich auch so wahrnehmen kann, wie dieser Kampf gegen das System, der verliert auch an Energie, weil der Kampf gegen das System hat das System ja genährt, ne? Weil dem System wurde ja eine Wichtigkeit gegeben, und damit wurde also unbewusst natürlich, dem System eine Lebensberechtigung gegeben. Und wenn man aber gar keine Energie mehr für das System hat, dann kämpft man nicht mehr dagegen und man lässt es einfach links liegen und dann verschwindet es einfach von alleine. Und das passiert jetzt Ja. gerade. Und was auch wunderschön, also erstens mal, ich finde auch, es hat seine Berechtigung gehabt. Eben, es ist ein Teil der Bewusstseinswerdung. Was will ich nicht? Nein, halt, stopp. Das ist schon Kampfenergie, aber das brauchte es. Zuerst ist man mitgelaufen. Oh ja, ich muss machen, die anderen sagen. Dann kommt stopp. Und dann, ich mache mein eigenes Ding. Genau. Und von dem her, dann, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, auch die Menschen, die das Gefühl haben, sie wollen jetzt noch, weil das ist ein Teil ihrer Bewusstwerdung. Wenn wir da wieder aus der höheren Perspektive das anschauen, kann man das anschauen und sehen, es ist in Ordnung. Wir haben das auch gemacht. Ja, es ist völlig in Ordnung und es ist auch, ne, auch jeder Mensch lebt ja auch oder die meisten Menschen leben ja auch ihrer Aufgabe entsprechend. Und wenn das jetzt gerade die Aufgabe ist, gegen einen Missstand sich zu engagieren und da Menschen aufzuwecken, dann ist das ja wunderbar, ne? Nur ich selber
habe das halt, diese Energie dafür nicht mehr. Ne? Man wächst daraus heraus, sagen wir es mal Ja, so. ja. Ich hatte auch eine Freundin, die hatte ich dann auf meinen Kanälen ein bisschen hochgeschoben. Sie war Tierkommunikatorin. Und durch das, dass ich sie mal gezeigt hatte, hatte sie unglaublichen Erfolg. Und ganz, ganz viele kamen zu ihr mit Problemen mit Tieren. Nach ein paar Monaten fragte ich sie, wie geht's? Sie hat sie gesagt, sie ist raus. Und da habe ich gefragt, ja, warum? Da hat sie gesagt, ich will das nicht mehr. Das Leid, die Probleme mit den Menschen, die zu mir kommen. Da habe ich gesagt, bravo, du bist jetzt aus der Leitstufe herausgewachsen, wo du früher Leid sahst und du möchtest dasselbe nicht mehr und kommst jetzt in eine Stufe hinein, wo du begleiten möchtest, wo du vielleicht die Menschen dasselbe lehren möchtest, wie sie selber mit den Tieren kommunizieren können, dass das aus der Leitstufe heraus in die Begleitung, in die Prophylaxe oder sogar einfach ins gegenseitige eben hochheben geht. Dass man Schulungen mit Tieren anfängt zu machen. So, jetzt habe ich hier gerade ein neues Bild bekommen, wie man gemeinsam mit Tieren Schulungen macht. Und ja, jetzt habe ich gerade ein neues Vision. Ich bekomme jetzt diese Bilder. Das ist, also ich habe immer positive Bilder, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nie gesehen, dass die Welt abstürzt oder so. Ja, ich habe wahrgenommen, also auch in meinen Videos habe ich auch gesagt, ich sehe Krieg auf einer Ebene, das ist schon so, aber vom großen Ganzen her, von der Entwicklung her, also wenn der Krieg oder das Chaos jetzt gerade so ist, so sehe ich das, was rundherum ist, das, was das Ganze trägt. Das Bewusstsein werden und die neue Welt und alles, wie man das nennen mag, so viel größer. Und da dürfen die da rumspielen. Das ist in Ordnung. Und das hilft mir dann auch, wenn ich denke, ja, die Menschen, die in diesen Gebieten sind oder die Tiere, die immer noch leiden, es kommt darauf an, auch sie machen ihre Entwicklung durch. Jeder ist dort, wo er sein möchte für seine Entwicklung. Weil in diesem Augenblick, wo ich dem anderen Leid zuspreche, setze ich ihn bewusst in die Opferrolle und sehe nicht seine Ermächtigung als bewusstes Wesen. Ich entnehme seine Macht, wenn ich jemanden in Leid sehe. Ah, das ist interessant, okay. Das heißt, so, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mit den Opfern irgendeiner Situation, sagen wir eines Krieges, mit diesem Schmerzbewusstsein oder mit diesem Mitleidsbewusstsein verbinden, dann stärken wir aus deiner Sicht die Opferenergie bei diesen Menschen. Und haben kein Vertrauen, dass sie das bewusst ausgewählt haben, um diese Erfahrung zu machen. Und weißt du, wer mich da reingebracht hat? Mein Kater Crystal. Weil der bekommt manchmal keinen Atem. Dann macht er so. Aber seine Augen schauen mich so klar an und sagen, hör auf mit mir zu leiden. Siehst du Leid in mir? Sondern er nimmt das an als eine Erfahrung, die er jetzt gerade macht. Ist nicht einfach, aber er lehrt mich das jetzt tatsächlich. Quatsch, nicht mal er, ich habe es ja selber auch gemacht. Also, als ich mir die Wirbelsäule letztes Jahr gebrochen habe, da war ich noch mit meinem Partner zusammen und der ist fast, das war so schlimm für ihn. Und dann habe ich gesagt, hör auf. Du tust mir eher weh und belasten mit deiner Energie. Siehst du wirklich, dass ich leide? Weil ich konnte mental aus den Schmerzen rausgehen. Ich habe nicht mal Schmerzmittel gebraucht. Ich lag 3 Monate flach. Da hat mein Kartenset dort geschrieben. Da kam ganz viel Energie raus. Also es war super. Natürlich hat es wehgetan, aber wenn ich Schmerzen hatte, habe ich das mit mir gemacht, aber ich wollte kein Mitleid von außen. Weil dann fühlte ich mich noch schlechter. So quasi, traue mir zu, dass ich das schaffe. Traue mir das zu. Und auch wenn wir Tiere oder Menschen in Leid sehen, die, oh, hilf mir, sage ich jetzt mal grob. Die Seele möchte kein Mitleid.
Die Seele möchte vielleicht, ja, dass du ihm ein Licht schickst, Heilenergie, ein bisschen Lichtpunkte, dass das niedere Bewusstsein wieder ins Höhere kommt, ja. Aber er möchte nichts Ja, mitleiden. es erinnert mich an die Geschichte von Clemens Kubi. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Ja, den ich querschnittsgelähmt. auch schon im Interview hatte, ne? Und er war ja querschnittsgelähmt und hat dann eben bewusst entschieden, dass er wirklich keinen Besuch bekommt, weil er wollte, dass ihn niemand auf die Idee bringt, dass er querschnittsgelähmt bleiben muss, ne? Also er hat wirklich ganz bewusst entschieden, er bekommt keinen Besuch, damit niemand ihn wirklich von diesem Fokus auf seine Heilung und diesem Glauben, dass er in der Lage ist, seine Querschnittslähmung zu heilen, davon abbringen kann. Und er hat es ja dann auch geschafft. Und das finde ich auch so ein schönes Beispiel, wie er das wirklich ganz bewusst entschieden hat, keine Besuche, weil es hätte ihn so runtergezogen. Ne? Genau. Also. Schön. Und so sehe ich noch eine heile Welt, wenn ich mit dem Bewusstsein da bin. Und manchmal kippt es also immer wieder dieses. Ja, also das Und kenne ich das natürlich ist, genauso. ja, das ist, ich glaube auch, dass das jetzt die Aufgabe der Menschen ist. So auch als Abschluss vielleicht auch, dass das eine mögliche Lektion oder eine Herausforderung ist, eine Aufgabe ist, die, die bewusst sind und anfangen wahrzunehmen und zu sehen, was wirklich ist, und immer wieder das vielleicht noch kurz zurückkippen im Alltag oder während des Tages, dass wir das höhere Bewusstsein in unserem Tag immer länger verankern in unserem Wachbewusstsein. Von morgens idealerweise, bis wir einschlafen und Astralreisen machen und etc. Das ist das, was jetzt mein persönliches Ziel, mein Weg ist gerade, diese Energie, dieses Bewusstsein wirklich auf alle Situationen zu übertragen, ob ich das Klo putze, einkaufen gehe, ein sogenannt leidendes Wesen sehe oder ich selber kurz wieder ins Leid komme, dass das nie lange geht, dass es immer schneller zurückswitcht, bis es so verankert ist. Und erst wenn das wirklich verankert ist, dann haben wir diese Welt auch im Außen, desto mehr Menschen das auch halten. Und somit ist das, was ich tue, vielleicht noch ganz kurz, das sehe ich jetzt als meine Aufgabe. Ich tue nicht nichts und habe mich zurückgezogen, bin still in meinem stillen Wasser, sondern ich verankere, das, was ich tue, ist viel mehr, als das man vielleicht denkt. Oder du, oder jeder, der dieses Licht, dieses Bewusstsein immer mehr im Alltag hält. Weil das ist das, was die Veränderung bewirken wird. Ja, und letztendlich ist das, was du beschreibst, ja einfach nur ein Erinnern an das, was wir schon immer waren und immer sein werden. Also du, ne, also es ist ja Genau. nicht so, dass wir ein neues Bewusstsein erlernen, sondern dass einfach nur dieses ganze Unwahre und Alte und Falsche, dass es einfach immer mehr abfällt und wir einfach feststellen, dass wir einfach die göttlichen Wesen sind, die wir schon immer waren. Das, Genau. also so empfinde ich das. Das ist das Aufbrechen. Wir brechen kein System auf, sondern wir brechen nur das auf, was wirklich darunter war, immer ist und immer sein wird. In uns und im Außen. Das ist ja eins. Ja. Und was mir auch nochmal als Inspiration kam, also Bezug nehmend auf deine Beschreibung, wie du die Dinge wahrnimmst und erlebst. Es ist ja kein, also das, was du teilst, es ist ja keine Philosophie oder ein Wissen oder ein Glauben, sondern du erlebst einfach, du beschreibst einfach die Realität, wie du sie Was erlebst ist? und wie sie wirklich ist, ne? Und Ich das ist, teile, was ist? genau. Also das sind einfach Gesetzmäßigkeiten. Du beschreibst das, was du wahrnimmst und erlebst. Und das ist, und wenn wir auf dieser Ebene sind, ne, also weil ich ja auch auf dieser Ebene bin,
weiß ich natürlich 100%, wovon du redest, weil ich es ja genauso empfinde und erlebe und wahrnehme. Und das passiert gerade. Ich begegne so vielen Menschen, die genau diese Dinge einfach teilen. Und es ist völlig egal, aus welcher Kultur die kommen, welche Erfahrungen die gemacht haben, welche Geschichte, welche Kindheit sie hatten. Alle beschreiben diese Wahrheit oder diese Realität, die nun mal einfach da ist. Das ist Es gibt auch so nur eine. faszinierend. Genau. Eigentlich gibt es eigentlich sogar nur eine Wahrnehmung. Ja. Nur die Interpretationen sind so vielfältig wie Genau. die Egos. Richtig. Schön beschrieben. Schöner Austausch mit dir. Vielen Ja, Dank dafür. vielen Dank auch an dich. Möge Ja, es das andere auch lassen. inspirieren. Was sagst du? Möge es auch die anderen Ja. inspirieren, die die mögen, die die Lust Ja. dazu verspüren. Ja. Ja, und das Entscheidende ist auch das, was du gesagt hast. Wir tauschen Worte aus, aber das Entscheidende ist ja die Energie. Ne? Es ist einfach Ja. die Energie, die wir austauschen, was ja auch über den Äther funktioniert. Und die Worte sind oder streichen das, aber das ist nicht die Essenz dessen, was jetzt passiert ist. Das ist wie ein künstliches Aroma, wenn man versucht, ein Erdbeereis herzustellen und in der Fabrik ein Aroma erzeugt, das wie Erdbeer schmeckt. Es ist nie so lecker wie eine echte frische Erdbeere. Ja, irgendwie. Ich weiß auch nicht, wo ich die Bilder immer her habe. Fürs Verständnis, das ist für den Verstand, dass man es Ja, besser verstehen kann. Und das ich stimmt. liebe meinen Verstand. Ich bekämpfe auch meinen Verstand nicht mehr. Ich nehme ihn an als einen liebevollen Begleiter, der auch seine Erfahrungen machen möchte. Ja. Ja, danke für den schönen Austausch, liebe Nancy. Ich danke dir, Matthias. Ja, war es echt schön. Dankeschön. Für das, dass wir nicht wussten, was geschah, ist gut, was geschehen ist. Das Naja. stimmt, Ja. genau. Ja, ihr Lieben, schreibt uns gerne eure Empfindungen unter die Kommentare und teilt diesen Beitrag sehr gerne. Und wir schicken euch ganz, ganz viel Licht. Genau. Und auch wie eure Wahrnehmungen sind. Ja, alles Liebe. Danke, Danke. Nancy. Danke. Tschüss. Bye. Tschüss.